Erden und der Kollege Stefan Kaufmann für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der vorliegende Antrag der Fraktion Die Linke, Herr Lenkert, ist für mich ein gutes Beispiel dafür, wie Wissenschaftspolitik nicht funktionieren kann. Der Bund soll unendlich große Milliardensummen zahlen, aber die Länder entscheiden. Und für mich ist dieser Antrag deshalb einfach nur eine dreiste Wunschliste nach dem Motto, bezahlt mal alles und wir machen das schon, und so geht es sicherlich nicht. Unter Punkt 4 wird beispielsweise, Sie haben es gesagt, ein Anreizprogramm für 10 Jahre für die Einrichtung von 100.000 unbefristeten Stellen an den Hochschulen gefordert. Und jetzt habe ich mal nachgerechnet, bei einem angenommenen Personalkostenvolumen von 50.000 Euro pro Stelle und pro Jahr inklusive Steuern und Sozialabgaben kommen wir auf sage und schreibe 5 Milliarden Euro Kosten pro Jahr. Über 10 Jahre gerechnet bedeutet Ihre Forderung also schlicht mal 50 Milliarden Euro. 50 Milliarden Euro, Herr Lenkert. Ich glaube, Sie sehen selber, dass das keine seriöse oder konstruktive Opposition sein kann. Ich darf noch zwei andere Punkte aus Ihren Forderungen herausgreifen. Erstens, Sie fordern einmal mehr die Aufhebung des Kooperationsverbotes im Bildungsbereich. Die Forderung ist ja nun altbekannt, aber sie ist mit Blick auf die Kulturhoheit der Länder sowie der von Ihnen selbst angestrebten einseitigen finanziellen Mehrbelastung des Bundes zugunsten der Länder schlicht und einfach abzulehnen. Herr Mutlu, ne? Ja, auch Sie können noch so viel schreien, Herr Mutlu, ändert sich nichts. Außerdem auch Herr Mutlu. Können wir uns nicht darauf verständigen, dass im Augenblick der Kollege Kaufmann das Wort hat und die anderen Wortmeldungen nachher auch zu bekommen? Herr Mutlu, Herr Lenkert. Zum Kooperationsverbot. Wer umfassende Mitfinanzierung und Mischfinanzierung fordert, übersieht, dass er sich damit auch gegen die Zuordnung von Verantwortlichkeiten stellt. Unklare Zuständigkeiten führen dazu, dass die Verantwortung abgeschoben wird und am Ende keiner das Problem löst, meine Damen und Herren. Und im Übrigen, schon heute engagiert sich der Bund finanziell in der Bildung so stark und umfassend wie nie zuvor. Ich darf nur nennen den Hochschulpakt, die qualitätsoffensive Lehrerausbildung, den Qualitätspakt Lehre, den Pakt für Forschung und Innovation, die Exzellenzinitiative, auch die vollständige Übernahme der BAföG-Finanzierung durch den Bund, das Programm für Fachhochschulen und so weiter. Und angesichts der aktuellen Situation engagiert sich das BMBF in den nächsten Jahren außerdem mit rund 130 Millionen Euro zusätzlich für eine schnelle Integration von Flüchtlingen durch Bildung. Ich darf nur nennen Kompetenzfeststellungen, Lern-Apps und Lernbegleiter, Förderung von Studienkollegs an Hochschulen. Eine Änderung des Grundgesetzes wäre im Übrigen auch länderseitig gar nicht mehrheitsfähig, denn die neue KMK-Präsidentin, die Bremer SPD-Senatorin Bogedan, hat sich anlässlich des Beginns ihrer Amtszeit öffentlich skeptisch zur Aufhebung des Kooperationsverbots geäußert. Und ein Mitregieren des Bundes in der Schulpolitik will letztlich, das wissen Sie selber, Herr Lenkert, kein Land. Und eine Zustimmung für reine Transferaktionen von Bundessteuereinnahmen zu den Bundesländern wird es mit uns jedenfalls nicht geben. Und wenn wir Gelder für Schulen geben, dann nur, wenn wir auch die Schulpolitik mitgestalten können. Und ich sehe nicht, Herr Lenkert, dass auch nur ein einziges Bundesland dafür seine Einwilligung gibt. Und ich darf auch für den Hochschulbereich noch mal klarstellen, die Länder sind und bleiben auch nach Inkrafttreten des der Änderung des Artikel 91b Grundgesetz zu Beginn letzten Jahres für die Grundfinanzierung der Hochschulen zuständig. Und bei dieser Aufgabe werden sie vom Bund bereits in erheblichem Umfang unterstützt. Um einmal eine Größenordnung zu nennen, im Rahmen des Hochschulpaktes haben wir gemeinsam mit den Ländern notwendige zusätzliche Studienplätze geschaffen. Das waren über die gesamte Laufzeit des Paktes 2007 bis 2023 sind es immerhin 20,2 Milliarden Euro, die der Bund hier investiert. Und vor diesem Hintergrund möchte ich es noch mal ausdrücklich sagen, unsere Aufgabe als Bund ist es, über den Artikel 91b Grundgesetz Strukturen unserer Wissenschaftslandschaft in Deutschland zukunftsfest zu machen und nicht etwa Strukturpolitik zu betreiben und strukturschwache Regionen über Bundesmittel zu fördern, lieber Herr Kollege Lenkert. Und sollen die Länder doch bitte erst einmal ihre Hausaufgaben selbst machen. Wir haben es gehabt, schon mehrmals hier, seit dem letzten Jahr entlasten wir, der Bund, die Länder durch die vollständige Übernahme der BAföG-Kosten jährlich und dauerhaft um immerhin 1,2 Milliarden Euro. Mittel, die sie gemäß der politischen Vereinbarung insbesondere auch für die Hochschulen einsetzen sollen. Und dass das nicht immer so klappt, haben wir am Beispiel Niedersachsen gesehen. Und weitere neue Spielräume, auch das darf ich heute noch mal sagen, bei den Ländern entstehen, weil der Bund seit Beginn des Jahres 2016 im Rahmen des Paktes für Forschung und Innovation 3 den jährlichen Aufwuchs in den Haushalten der außeruniversitären Forschungseinrichtungen alleine trägt. Die Länder haben also langfristig erhebliche zusätzliche Mittel zur Verfügung, die insbesondere auch den Hochschulen zugutekommen müssen. Und gleichzeitig, meine Damen und Herren,
Gleichzeitig stehen die Länder finanziell so gut da wie selten zuvor. Im neuen Monatsbericht des Finanzministeriums von letzter Woche, ganz aktuell, können wir nachlesen, dass die Länder für 2015 zwar mit einem Gesamtdefizit von 6,8 Milliarden Euro gerechnet haben, aber tatsächlich, und jetzt bitte genau zuhören, zu einem Haushaltsüberschuss von 2,8 Milliarden Euro gekommen sind. Das heißt, wenn die Länder ihre Prioritäten richtig setzen, müssen die Hochschulen eigentlich im Geld schwimmen. Das Geld jedenfalls ist da, wenn man die richtigen Prioritäten setzt, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Und der zweite Punkt, das haben Sie gerade angesprochen, lieber Herr Lenkert, Sie fordern allen Ernstes die Beendigung der erfolgreichen und international vielfach nachgeahmten Exzellenzinitiative. Und dazu möchte ich Ihnen nur noch mal Folgendes sagen. Die Exzellenzinitiative hat, das hat jüngst ja auch der Imbodenbericht, internationale Expertenkommission, festgestellt, in sehr erfolgreicher Art und Weise eine neue Dynamik des deutschen Wissenschaftssystems gebracht. Und die Weiterentwicklung der Exzellenzinitiative, über die wir ja derzeit verhandeln, wir hoffen, dass wir im Juni abschließen können, soll nun die Voraussetzungen dafür schaffen, ausgewählte deutsche wissenschaftliche Spitzenzentren in der internationalen Champions League langfristig ganz nach vorne zu bringen. Und das schaffen wir eben aus Sicht der Unionsfraktion nicht mit einer Förderung nach Proporz oder gar nach dem Gießkannenprinzip, wie das andere Parteien hier im Hause ja gerne fordern, sondern nur mit einem klaren Bekenntnis zur Exzellenzförderung. Und selbst der von Ihnen gerne angeführte Bildungsdirektor Schleicher sagte jüngst in einem Interview auf die Frage, braucht Deutschland überhaupt Elite-Universitäten? Und ich darf zitieren, darüber kann kein Zweifel bestehen. Jeder Staat braucht Spitzenleistungen, die entsprechend gefördert werden müssen. Diese werden den Erfolg der Staaten entscheidend bestimmen. Kein Industriestaat kann sich darauf ausruhen, bei Produktion oder Optimierung gut zu sein. Das werden andere Staaten übernehmen. Zitat Ende. Und ich darf an dieser Stelle auch noch mal Jan-Hendrik Olbers zitieren, den ehemaligen Präsidenten der Humboldt-Universität. Er hat es jüngst in einer Podiumsdiskussion richtig auf den Punkt gebracht. Er hat nämlich gesagt, Exzellenz für alle wäre eine Parodie. Aber vielleicht, lieber Herr Lenkert, wollen Sie ja zurück zu alten DDR-Zeiten. Dort sagte man ja voller Überzeugung, in der Breite sind wir Spitze. In der Breite sind wir Spitze. Also auch das ist letztlich eine Parodie. Und das machen wir nicht mit, lieber Herr Kollege Lenkert. Meine Damen und Herren, wer von den anderen immer nur Wein fordert und selbst nur Wasser gibt, ist wenig glaubhaft. Und deshalb habe ich mir mal einmal Brandenburg angeschaut, nicht Thüringen, was Sie gerade zitiert haben, sondern Brandenburg, ein Land, in dem Sie immerhin den Finanzminister stellen, und habe mir auch mal den Bildungsfinanzbericht angeschaut, des Statistischen Bundesamtes. Und von allen ostdeutschen Bundesländern hat Brandenburg die geringste Grundfinanzierung pro Studierenden, nämlich nur ungefähr 5.600 Euro jährlich. Und selbst das finanzschwache Sachsen-Anhalt gibt dagegen 7.100 Euro pro Studierenden aus. Also gucken Sie mal nach Brandenburg und gucken Sie nicht nur nach Thüringen. Im Rahmen der öffentlichen Bildungsausgaben gibt Brandenburg im Übrigen den geringsten Prozentsatz, nämlich nur etwa 10% für Hochschulen aus. Alle anderen Länder geben hier zum Teil doppelt so viel für ihre Hochschulen aus. Und vor gar nicht allzu langer Zeit, auch darauf möchte ich noch mal hinweisen, wollte die rot-rote Landesregierung in Brandenburg ihren Hochschulen auch noch die eingesparten Rücklagen in Höhe von 10 Millionen Euro wieder wegnehmen, die die Hochschulen mühsam aufgebaut hatten, um langfristige Projekte zu finanzieren. Das ist die Politik, für die Sie hier stehen, Herr Lenkert, und das sollten Sie auch mal ehrlich sagen. Meine Damen und Herren, kommen Sie also von Ihrem hohen Ross herunter. Und kehren Sie erst einmal vor der eigenen Haustür. Das ist meine Bitte, meine Aufforderung an Sie. Beenden Sie Ihre Traumtänzerei und hören Sie endlich damit auf, zwei- oder dreistellige Milliardensummen hier im Haus zu fordern, die dann nach dem Gießkannenprinzip auf die Länder verteilt werden sollen. Meine Damen und Herren, so geht Opposition nicht, so geht ernsthafte Opposition nicht im Bund. Und deshalb bitte ich Sie herzlich, diesem Antrag nicht zuzustimmen. Danke sehr. Das Wort erhält nun der Kollege Kai Gehring für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Der wird jetzt vorführen, wie Opposition richtig geht, vermute ich mal.